hören wir noch einige Redebeiträge und ich habe hier als erstes den Franz Josef Hanke von der Humanistischen Union. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Narren und Narrinnen oder Narralesen oder wie sagt man in Wiesbaden, heute ist Weiberfastnacht. Und man könnte sich vorstellen, diese Welt ist närrisch geworden. In Berlin wird Horst Seehofer jetzt Heimatminister, weil er nach dem der Vertreibung aus seiner bayerischen Heimat in Berlin eine neue Heimat sucht. Und hier im Hessischen Landtag will man ein Gesetz für den Verfassungsschutz machen, damit er das, was er bisher illegal macht, nun legal machen kann. Verdrehte Welt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern der Marburg-Initiative gegen den Überwachungsstaat. 1983 und 1987 haben wir Volkszählungsboykott gemacht. Das war eine Massenbewegung. Das, wogegen wir damals demonstriert haben, ist nichts, wirklich nichts, ein Klacks gegen das, was heute ansteht. Und deswegen müssten hier eigentlich die ganzen Plätze hier in Wiesbaden voll sein von Menschen. Wir wehren uns gegen einen Verfassungsschutz, der Kriminelle als V-Leute einsetzen möchte. Pfui! Kriminelle als V-Leute, Schwerverbrecher als V-Leute. Ein Rechtsstaat degeneriert sich durch solch ein Gesetz zu einer kriminellen Organisation. Wir wehren uns dagegen und wir stellen fest, dieses sogenannte Rechtsverständnis ist im hessischen Verfassungsschutz leider nichts Neues. Als es um den Fall des Mordes an Halit Yozgur ging, da hat der Verfassungsschutz in Hessen den Quellenschutz höher eingestuft als die Aufklärung eines Mordes. Genau diese menschenverachtende Haltung kommt nun in diesem Gesetz zum Ausdruck. Und eine solche menschenverachtende Gesetzgebung darf kein Parlamentarier in Deutschland überhaupt je bewilligen. Wir stehen vor einem Parlament, in dem glücklicherweise noch keine AfD-Fraktion sitzt. Noch nicht. Wir hoffen, dass auch keine drin sitzen wird. Aber wir stellen uns mal vor, wie es in Österreich zurzeit schon abgeht, wo durch langsames und allmähliches Einsickern der FPÖ inzwischen die Rechtspopulisten zum ganz Normalen geworden sind. Und inzwischen haben sie den Geheimdienst, den Inlandsgeheimdienst unter ihrer Knute. Was wäre dann mit einem solchen Gesetz, das bis dahin auch noch in der Praxis erprobt worden wäre? Dagegen stehen wir heute hier an. Demokratie und Rechtsstaat müssen geschützt werden. Wir sehen den Rechtsstaat in Gefahr. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, liebe Freundinnen und Freunde, lest die Tagebücher von Viktor Klemperer. Lest sein kleines Büchlein LTI, Lingua Tertii Imperii, und schaut, wie die Überwachung Scheibchen für Scheibchen von den Nazis eingeführt wurde. Die Grünen in Hessen dürfen sich nicht zum Vollstrecker einer solchen Überwachungspolitik machen. Die SPD in Hessen darf keinen Finger heben für dieses Gesetz. Und wir wissen, für Demokratie muss man streiten. Dafür braucht man Mut. Ich wünsche euch Mut, ich wünsche uns allen Mut und ich wünsche uns vor allem mutige Abgeordnete im Hessischen Landtag, die dieses Gesetz ablehnen. Weg mit dem Verfassungsschutzgesetz. NSU gilt ungestört vom Verfassungsschutz. Unerhört, das kann nicht sein. Also Leute, weg mit dem Gesetz. Verfassungsschutzgesetz AD. In diesem Sinne, Dankeschön.